Mr. Moon, der Hausmeister von Hogwarts, sieht etwas mitgenommen. Rebellion. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Dummy. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ein Demigais? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Wie schön es einfach ist, ne? Unglaublich. Sehr schönes Spiel. Oh mein Gott. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Rebellion. Da hinten kann man looten. Habt ihr gesehen, wie die Katze einfach zu uns gekommen ist? Seridwens gefährlicher Kessel. Dieser wackelige Stapel Kessel von Seridwens Laden wirbt für die Ware darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zaubertränke. Ach ja. Da gibt es noch irgendwo ein Handbuch. Rebellion. Da hinten. Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Diktamsam, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Denk daran, hab Spaß, es ist Hogsmeade. Ja. Es gibt einfach in Hogsmeade 55 Handbuchseiten. Zonkos Scherzartikelladen. Okay. Ach ja, besuche Wälzer und Schriftrollen. Können wir mal gucken. Wälzer und Schriftrollen. Wo? Oh nein. Bin ich blöd? Ich kann das gar nicht wirklich hier Wegpunkte setzen. Rebellion. Der verkackt. Ollivanders, was? Ollivanders Zauberstabgeschäft. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität. Jeder mit einem von drei magischen Kernen. Suchen sich ihre Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen
Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christi als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herr G. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Zauberstab fertigstellen. Auch man kann einfach seinen Zauberstab machen. Faszinierend. Warmes Braun. Wirklich interessant. Boah, das sieht schon sehr wild aus. So ein weißer Zauberstab. Faszinierend. Wirklich interessant. Vor allem das ist einfach überhaupt kein Unterschied hier. Erle, Apfel, Esche. Espe, Buche, Schwarzdorn. Faszinierend. Länge 12,5 Zoll. 14,5 Zoll. Wirklich interessant. Es ist schade, dass es sich im Hintergrund da gar nicht anpasst, ne? Faszinierend. Sehr biegsam. Wirklich interessant.
Drachenherzfaser. Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Oder Phönixfeder. Die Feder eines Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Jo, das hört sich gut an, ne? Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Ja, ich würde sagen, den kaufen wir, ne? Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Einfach mal hier in der Truhe. Handschuhe gefunden. Schön geklaut. Oh mein Gott, eine Miets. Die kommen alle irgendwie zu uns, ne? Die wollen alle gestreichelt werden. Hau rein, Pinguin. Schön, dass du mit am Start warst. Gibt's ja hier auch. Revelio. Ne, gibt's nicht. Ab da. Drei Besen. Das Wirtshaus Drei Besen, das derart von Sirona Ryan geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder einen Feuerwhisky genießen möchten. Oha. Da wird gesoffen. Rebellion. Cool, da kann der einfach essen. Ah ne, da müssen wir gar nicht rein, ne? Da müssen wir gar nicht rein. Eine, noch eine Katze. Wie viele Katzen gibt's denn da? Das ist ja hübsch. Da müssen wir, glaube ich, rein. Rebellion. Ich verkack's immer wieder, Freunde. Wie viele Katzen gibt's denn? Schon wieder eine neue, die dann zu uns kommt. Ich glaube, das merken die Katzen, ne?
Das verstehe ich echt nicht. Wo müssen wir hin? Die magische Rübe. Wälzer und Schriftrollen müssen wir. Ein neugieriger Revelio. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Oha. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Kostet uns tatsächlich auch gar nichts. Geht auf den Schulnacken. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oha, 3000. Kostet es 3000. Zauberanweisung, Pflanztisch mit zwei großen Töpfen. Nee, da haben wir leider zu wenig Money. Mal kurz gucken, wie hier das Inventar ist, beziehungsweise die Ausrüstung. Wir haben einiges gefunden. Passt zwar nicht. Sieht aus wie so ein Wanderhut. Aber es gibt uns auf jeden Fall hier eine Verteidigung. Muss ja nicht gut aussehen, ne? Oh, der sieht ja auch cool aus. Nicht das da hier, ne? Der Kartoffelsack. Moin, mir geht's sehr gut und selbst. So, wo müssen wir jetzt noch hin? Zaubertränke? Magische Rübe müssen wir auf jeden Fall auch noch. Ach ja, und Zaubertränke. Was für ein Revelio. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbauen verschiedener Kräuter und friedfertiger Zauberpflanzen.
Revelio. Wenn wir da rein müssen wir auch noch, ne? Nee. Ach, wir gehen erstmal da lang. Auch ganz gut, ja, nice. Hier haben wir auch wieder eine Seite, die rumfliegt. Ach, das sind die Handbuchseiten, die dann immer so rumfliegen. Der magische Rübenkern. Dieser Kern gehört Timothy Tisdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Tisdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Nein, nee, wir brauchen ja nur die, ne? Und jetzt müssen wir nur noch die Pippins Zaubertränke aufsuchen. Die finden wir hier, direkt um die Ecke. Sag mal, gibt es ein Preiskalkulationstool, wo man seinen Einkauf eingeben kann und der dann einen Preis sagt, für den es Minimum verkauft werden muss? Nö, den Verkaufspreis den bestimmt man ja selbst. Bei 30% Gewinn und halt Mehrwertsteuer, IBE-Provision und sowas. Also das kann man bestimmt in der Excel-Tabelle und sowas machen. Aber ich würde tatsächlich nicht immer nach Mindestgewinnmarge rechnen, sondern eher... Also ich habe zum Beispiel eine eBay-Kalkulationstool. Hab ich gemacht in der Excel-Tabelle. Findest du unter jedem YouTube-Video und aber auch auf dem Discord-Server. Ja, aber das jetzt mit der Marge, dass du sagst, okay, du möchtest... Also du kannst halt hin und her probieren, ne? Wenn du zum Beispiel Einkauf 20 Euro hast und Verkauf machst du 50, dann tust du deine eBay-Gebühr noch rein tippen und sowas. Dann bei Verkauf wird dir ja der Betrag angezeigt, beziehungsweise aber auch die Prozent. Dann kann man immer hin und her spielen. Aber ich würde jetzt nicht nach Mindestgewinnmarge kalkulieren. Rebellion. Willkommen bei J. Pippins. Erstmal klauen.